Michael Klamt ist bei uns, der sich selbst den faulsten Deutschen nennt. So darf ich das sagen, weil Sie selber eben von sich sagen. Seit wann arbeiten Sie nicht mehr? Ja, ich arbeite natürlich, also jetzt überhaupt nicht mehr arbeiten tue ich jetzt seit 2020. Aber bei mir hat das schon recht früh angefangen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen den Herren hier am Tisch, ja, die alle eine Karriere gemacht haben. Ich wollte das nicht, ja. Also wenn Sie sich vorstellen, mit 16 Jahren, alle möchten ein tolles Abitur machen, was Tolles lernen, was Tolles werden. Ich wollte das nicht, ganz einfach deshalb, weil es mir meine Lebenszeit wegnimmt. Ja? Ich hatte keine Motivation für eine Karriere, meine Lebenszeit zu opfern. Und jetzt, ich habe ja schon ein gewisses Alter, bin ich sehr froh, dass ich es so gemacht habe. Denn ich kann zurückschauen und kann sagen, es war ein tolles Leben, es war ein entspanntes Leben, ein schönes Leben. Und ich mache es nicht erst, wenn es später ist.